Hey, da bin ich wieder. Willkommen zum zweiten Kapitel mit unserem tollen Zeichen Ü. In Bezug auf, kommt hier dreimal vor. Eins, zwei, drei. Ich habe zwei Beispielsätze ausgewählt. Der erste ist aus dem Lüsche Chunqiu und der zweite aus dem Huainanzi. Und die beiden Beispielsätze zeigen uns diese Funktion hier, nämlich eine in Anführungsstrichen instrumentale Version bzw. eine Markierung des Agens im Passivsatz. Der Agens im Passivsatz, Agens ist das PPA von agere, tun, machen, handeln, treiben, betreiben, verhandeln. Also es ist ein relativ vielseitiges Wort, aber eigentlich irgendwas mit machen, ausführen, handeln, Blackheats. Der Agens ist derjenige, der etwas macht. Das heißt also, wenn das Ü den Agens markiert, dann sehen wir da, wer derjenige ist, der im Passivsatz überhaupt die Handlung ausführt. So, ich lese am besten einfach meinen ersten Beispielsatz vor und dann gucken wir uns den mal näher an. Wa wu suo chu, zao yu tai yi, hua yu yin yang. Eigentlich relativ kurz und bündig, 12 Zeichen. Da kann ich euch gleich mal einen Tipp geben. Es ist oft bei klassisch-chinesischen Texten so, dass in den Texten Viererblöcke gebildet werden. Aus irgendeinem Grund hat man es als ästhetisch schön empfunden, immer Sätze oder Teilsätze aus vier Zeichen zu bauen. Und so ist es auch hier. Hua wu suo chu ist der erste Block, besteht aus vier Zeichen. Zao yu tai yi. Zweiter Block besteht auch aus vier Zeichen und Hua Yu Yin Yang ist der dritte Block und besteht auch aus vier Zeichen. Ist natürlich nicht immer und überall anwendbar, aber man kann eventuell danach gucken, weil es doch verhältnismäßig häufig vorkommt. Es kann einem helfen, ein bisschen Struktur in den Satz zu bringen, bevor man sich da drinne verirrt, in Anführungsstrichen. Gut, wie gesagt, Passivsätze, darum geht es ungefähr. Es war im vormodernen Chinesischen ja so, dass aktiv und passiv nicht immer unbedingt so leicht auseinanderdividierbar waren und man die nicht immer unbedingt so leicht erkennen konnte. Man konnte ja im Grunde genommen fast jedes Schriftzeichen in fast jeder Funktion benutzen, also Verben aktiv, passiv oder ein Schriftzeichen konnte ein Substantiv, Adjektiv und ein Verb gleichzeitig sein, je nachdem. Ein Kennzeichen für einen Passivsatz kann aber unter anderem das Ü sein, das wir hier an verschiedenen Stellen haben. Okay, Huan Wu, das sind die 10.000 Dinge, die gesamte Schöpfung, alles was existiert. Suo Chu, Suo ist diese Partikel, die wir schon hatten, dieses Präfix, das in Anführungsstrichen ein PPP bildet. Oder ein Grund oder eine Ursache bildet. Hier ist es halt so ein Grund, eine Ursache oder eine Herkunftsanzeige. Und Ku, herauskommen, entstehen, hervorgehen, austreten aus irgendetwas, auch im konkreten Sinne aus einer Tür herausgehen oder sowas. Also, Wang Wu Suo Ku, also das, woher. Hier die Ansage des Grundes oder der Herkunft. Die 10.000 Dinge hervorgehen. Und dann kommt die Aussage dazu. Das war das Satzthema, also das, wo die 10.000 Dinge raus hervorgehen, anbetrifft. Zao Yu Tai Yi. Hier der Passivsatz. Und hier haben wir den Hinweis darauf, dass Yu, also Zao, herstellen, machen, produzieren. Passiv. Wird gemacht. Ü in Bezug auf, oder hier, weil es ja instrumental bzw. Agensmarkierer ist, von oder durch Tai Yi. Tai Yi ist es das große Eine, das Allumfassende, und das ist ein Synonym für das Dao. Also, das, woraus die 10.000 Dinge hervorgehen, wird gemacht oder hervorgebracht vom oder durch das große Eine oder das Dao. Und es wird verändert oder umgewandelt durch oder von Yin und Yang.
Also in einem kompletten Satz. Das, woraus oder woher die 10.000 Dinge hervorgehen, wird durch das Tai Yi hervorgebracht und durch Yin und Yang gewandelt. So viel dazu. Der zweite Beispielsatz aus dem Huainanzi greift diese Viererregel nicht, aber ist auch noch ein relativ kurzer und einprägsamer Satz. Zhen mo jian yu mo yu. Die Menschen sind ja Satzthema, also was die Menschen anbetrifft, keiner spiegelt sich in Bezug auf, also in oder durch, keiner wird gespiegelt von Mo, Schaum, und Yu, Regen. Das heißt also, man kann sich ja, wenn man keinen Spiegel zur Hand hat, kann man eine Wasseroberfläche nehmen, eine glatte, in der man sich spiegeln kann. Wenn es aber regnet, dann wird da Schaum aufgeschlagen, das Wasser wird trübe und so weiter, und das ist hier gemeint. Also kein Mensch kann sich in trübem Wasser spiegeln, um es einfach mal so runter zu übersetzen. Und dann nochmal, um es ein bisschen grammatikalisch aufzudröseln, was die Menschen anbetrifft, keiner wird gespiegelt, weil hier, wie gesagt, der Passivmarker ist, von oder durch schaumiges Wasser. Genau. Das war das zweite Video zur Funktion von Yu. Und es folgt noch ein drittes und damit wäre es dann abgeschlossen.